Und auch die nächste Rednerin kommt von der ÖVP, Bettina Zopf. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher der heutigen Nationalratssitzung. Vorab, wie schon ganz oft erwähnt heute, möchte ich mich nochmal recht herzlich bei der Bundesregierung bedanken. Die Maßnahmen zeigen Wirkung und das kommt nicht von selbst. Unter dem Motto Übermut tut selten gut, hoffe ich, dass wir aufgrund der guten Zahlen nicht übermütig werden und weiterhin aufeinander aufpassen. Auch auf Sie werden wir aufpassen, ganz selbstverständlich. Nun nehme ich den Bezug auf den Antrag 489a, insbesondere zur Altersteilzeit. In meiner Zeit als Betriebsrätin habe ich einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Weg zur Altersteilzeit begleitet. Die Zufriedenheit dieser Menschen hat mich immer beeindruckt und mir Folgendes bestätigt. Die Altersteilzeit ist ein Erfolgsmodell für beide Seiten, für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber, das Beste herausholt. Die Zahlen sprechen für sich. Laut der Wiener Zeitung hat sich die Anzahl der Personen, welche die Altersteilzeit in den vergangenen 5 Jahren in Anspruch genommen haben, verdoppelt von rund 20.000 Personen auf 40.000 Personen. Die Altersteilzeit bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, vor dem Pensionsantritt die Arbeitszeit zu reduzieren. Das Besondere daran ist, man kann die Arbeitszeit um 40-60% verringern, bekommt aber 50% Lohnausgleich. Das heißt, man verdient trotzdem noch zwischen 70-80% vom Letztgehalt während der gesamten Dauer der Altersteilzeit. Das Unternehmen bekommt vom AMS 90% des Lohnausgleichs bei gleitender Altersteilzeit rückerstattet. Das Allerbeste dabei für den Arbeitnehmer ist aber auch, dass die Pensionsbeiträge in voller Höhe einbezahlt werden. Die Pension ist daher durch die Teilzeitbeschäftigung nicht verringert. Die Altersteilzeit ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Einerseits können ältere Arbeitnehmer aus dem Berufsleben ausgleiten und es ist bewiesen, dass das eine gesunde Variante ist. Andererseits kann der Arbeitgeber die Chance nutzen und auf die Erfahrung eines langjährigen Mitarbeiters zurückgreifen. All jene Personen, die jetzt in Altersteilzeit sind bzw. waren und aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage gekündigt oder aus systemrelevanten Gründen wieder voll zum Dienst herangezogen wurden, sollen am Ende der Krise wieder in die Altersteilzeit zurückkehren können. Arbeiten ist Lebensinhalt, Arbeiten ist Perspektive. Unser Ziel war es schon vor der Krise, aufgrund der demografischen Entwicklung altersgerechte Arbeitsmodelle zu unterstützen und zu fördern. Unser Anspruch ist es, dass das Altersteilzeitmodell auch nach Corona sichergestellt wird. Dies fordern wir mit unserem Antrag. Und nun noch mal zum Schluss. Übermut tut selten gut, meine Herren Kollegen und Kolleginnen natürlich. Seien wir weiterhin vorsichtig, arbeiten wir zusammen und bereiten wir uns jetzt schon auf die Zeit nach der Krise vor. Das war Bettina Zopf von der ÖVP und die SPÖ-Abgeordnete Petra Wimmer hat sich noch zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, Hohes Haus. Ja, es ist gut und richtig und vor allem wichtig für unsere Familien, dass alle Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, Unterstützung aus dem Familienhärtefonds bekommen. Dass die Mittel aufgestockt werden sollen, ist angesichts der jetzt schon hohen Zahl an Arbeitslosen und der zu erwartenden Verschärfung am Arbeitsmarkt in den nächsten Wochen ja unbedingt notwendig. Wir verstehen allerdings nicht, warum so große Unterschiede in der Anspruchsberechtigung gemacht werden. Sie unterscheiden in Arbeitslose vor der Krise und Arbeitslose durch die Krise. Sie lassen Mindestsicherungsempfänger und Sozialhilfeempfängerinnen außen vor und die sollen nur etwas bekommen, wenn Mittel übrig bleiben. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Sie geben Kindern aus Familien, die länger arbeitslos sind, weniger als Familien, die in der Krise arbeitslos geworden sind. Diese Unterscheidungen sind für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Für alle wird es gleich schwer, eine Arbeit zu finden. Für alle Familien ist die finanzielle Situation angespannt
ob arbeitslos vor der Krise oder arbeitslos durch die Krise. In dieser Krise wird sehr oft betont, wie wichtig die Familien sind, wie wertvoll ihr Beitrag ist und wie sehr sie jetzt unsere Unterstützung verdienen. Ihr Abänderungsantrag unterstützt viele, aber nicht alle. Er verschärft Unterschiede, er ist dadurch ungerecht und verschärft die Armut bei denen, die schon arm sind.